Meine Damen und Herren, habe die Ehre und grüße euch zu einem weiteren Folge da aus der Ellerbach. Ja, wie man schon sieht, wir haben einen 15.000er Schlüter vor einem wunderschönen Glasquadrant 1200 zu hängen. Wie in der letzten Folge schon gesagt habe, geht es heute ans Bresen. Der 133er ist leider nicht ganz fertig, der wird dann beim nächsten Bresen wahrscheinlich mit in Einsatz kommen. Können Sie auf jeden Fall drauf freuen, da gibt es dicke 6-Zylinder-Action. Aber wir haben heute auch schon zwei schöne, beziehungsweise drei schöne 6-Zylinder dabei. Einmal Schlüter vor einem Glasquadrant. Mit dem werde ich jetzt gleich losfahren. Und dann haben wir unseren 145er von unserem Prona Ballenwung. Und da wo wir Glas Quadrant haben von unserem Spätzl, der hat auch noch einen wunderschönen 108er Eicher Facelift Version. Die haben wir heute auch schon im Einsatz zum Aufladen. Wie man sieht, mit einer Perzel 3 Spitz Ballen Gobi und Bas Frontlader. Was Industriefrontlader, ja, finden wir schon mit der Euroaufnahme, also ein neueres Modell. Wie gesagt, ist die Facelift-Version, also eigentlich gleich wie Economy, bloß mit anderer Lackierung. Wir haben hinten noch die alten Lichtkeilschlein, also noch kein EHR, währenddessen unsere, die er schon hat. Ansonsten blau ist gleich. Wir haben hinten, wie gesagt, auch noch die Heckgetriebebedienung per Hand. Wie gesagt, auch noch kein EHR-Net, das heißt, wir haben auch noch die normalen Hebel zum Bedienen vom Allrad etc. Schrift ist auch schon gleich und Haum an sich vorn, das heißt, schwarz, schwarzes Gare. Wir haben noch die alte ZF-Achse drin mit dem alten Planetengetriebe. Ja, die kennt man halt auch. Haben auch die Case drin, den Schlüter haben die auch drin. 3252, wenn ich mich nicht täusche. Ah, kann sein, dass es andere war. Genaue Nummer weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich habe es mal gewusst, aber kann doch sein, dass das die. Bevor ich einen Schmarrn verzeih, muss ich mir eher nochmal genau informieren. Aber ja, man sieht ja, die hat schon dieses neue Planetengetriebe drin, habe ich auch schon mal gesagt gehabt. Genau, ja, wir werden wie gesagt pressen. Der Andi wird jetzt auch gleich dazu stoßen. Der hat jetzt gerade nochmal Mittag, beziehungsweise was heißt Mittag gemacht? Frühstück gemacht. Wir haben es heute früh. Wir haben es jetzt gerade ein Viertel neun. Ja, naja, Tag wie gesagt, weil gestern halb fünf oben zu rentiert ist, nicht mehr. Ich habe schon das Stroh gemessen, also Feuchtigkeit passt. Also es ist noch sehr druckig. Wir haben zum Glück nicht viel Tau gehabt. Das heißt, wir können da einmal frei pressen. Ansonsten hätten wir es nochmal wenden müssen und nochmal frisch warten, das wäre nochmal scheiß gewesen. Aber Wetter hat passt. Deswegen können wir da auch gleich durchstarten. Aber wenn man sieht, es ist schon ein bisschen bewölkt, deswegen werden wir schauen, ob wir uns ranhalten, weil der sagt für den Sparer Nachmittag Regen auch. Und dabei möchte ich auf jeden Fall schauen, damit das Stroh dabei unter Fach und Dach und Fach ist. Und genau, wir können nochmal schnell zu unserem Prona hinterher schauen, den habe ich noch gar nicht gesagt. Prona TO22, 2-Achs Drehschemel. Ballenwung. Er hat eigentlich die Rundungen für den Rundballenwung. Wie gesagt, normalerweise machen wir meistens so Rundballen, aber für die Strohballen ist jetzt Quaderballen schöner zum Stapeln noch. Haben wir schon immer Quaderballen bei Stroh gemacht, deswegen werden wir das weiterhin so fortführen. Jo, das war eigentlich dann alles so vorab. Das heißt, wir werden uns dann gleich in der Sequenz wieder sehen, wenn der Andi Otto ist. Und dann kann man durchstarten. So, da, wie man sieht, ist der Andi jetzt auch schon da. Servus. Das heißt, wir können losstarten. Ich habe jetzt auch schon die Presse mit unseren Garnbindel aufgefüllt. Das heißt, wir können da direkt mal lospressen. Wie man sieht, wir haben noch jede Menge auf Reserve. Also, so schnell sollte das nicht leer werden. Ja, genau. Dann würde ich mal sagen, machen wir zu, heute, solange es wieder noch gut ist. Und nachher schnappt sich der Andi gleich mal ein Ei her. Und ich fahre gleich mal mit dem Flüter los. Und dann schauen wir da, dass wir da heute wegen was zusammenbringen. So. So. Bauen wir frei. Gut, gut, gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Vielleicht machen wir ihn zuerst. Ja, machen wir die da hin zuerst. Fahren wir vorne rum, mal schauen. Wie wir reinkommen. So. Gut.
So, der eine, wie gesagt, gerade nochmal Frühstück gemacht. Und jetzt kann es losgehen. Ah, das gute bekanntere Problem gibt es auch immer noch, dass ich dir anzeigen, was du ums heute Ski hab. Geil. Ja, mei. Also, ja, wie gesagt, wir werden ein wenig aufteilen. Das heißt, ich werde jetzt nachholen, die ersten zwei Flächen pressen. Und dann werde die restlichen da einpressen. Und dann werde ich ein wenig auflohnen. Und so machen wir das zur Abwechslung dann. Jetzt mal, wenn heute halt ein Wagen voll ist, fahre ich halt dann den Wagen heim. Und der Andi fährt mit 108er heim, beziehungsweise mit 145er und Wagen. Und der Andi dann mit 108er. Und dann schauen wir da, dass wir da ein wenig was zusammenbringen. So. Cool, ist 17 km/h von. Das ist super. Auf. Funktionieren Druckgruppen nicht. Na. Das ist schlecht. Ja, jetzt fühle ich meinen Wunsch. Aber Geht gleich einmal. bei mir ist es gut gegangen, bin keine Ahnung. Oha. Ja, stehen wir dann die Wiesen rein. Ja. Jetzt fahren wir nochmal sauber nach. So, haben wir gerade schon gewundert, haben wir den Kacker, warum geht das nicht, aber nur lassen sollten wir es schon auch. Jo, war gut. Oh, Sound ist schon gut. Gut ist, wir können da schön ohne Anzeigen fahren, weil wir natürlich gesagt ein Kader dabei im Press haben, das heißt, wir können die ganze Zeit durchfahren. Wir müssen ja nicht so drauf achten. Ja, schon fetzen Dreh haben wir dann, schau mal hey. Wenn wir Uhr raus scheiße aus ihrem morgendlichen Schläferchen, Stündchen. Jo, die 6 Zylinder machen das schon. Ah. Schon da draußen. Ah, da kommt er. Die erste Bullen. Ja, da zieht er schon durch, du Schlüter. Du kennst ja nix. Ja, vielleicht nicht im Rohr drin der Stär. Oh. Muss ich mal schauen. 22 Minuten passt. Können wir lassen. Dann fahren wir umeinander. Machen wir die untere Querbahn nochmal. Da muss noch ein wenig warten, bis jetzt ist noch kein einziger Ballen draus. So. Das. Irgendwie bleiben die dann noch hängen. Haben die auch wieder keine Lust jetzt zum rauskommen, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja, zu heftig auch aus. Also muss man schauen, ob ich die dann ein wenig ändert. Weil bis jetzt gehen halt 8 Kubik in den Ballen rein.
Ich glaube, normal sind es 6 Kubik oder so. Ja, weil ich weiß, das sind jetzt ja 220er. Ja. Nur mal schauen, ob ich dann schon die nächste Fläche ein wenig runter setze. Wenn man der Flächen überhaupt dabei nass krimpt. Machen wir, ich habe jetzt mal auf 1,8er umgestellt. Das ist eh das Kleinste, was geht. Oh, das passt. Ja, nein. Klar, 220er sind schöner, aber es ist schon so ein wenig kalt, wenn wir jetzt da alles pressen und dann kämen wir da zum Schluss 5 Ballen bei rum. Das ist halt irgendwie. Das war Bisschen nix. blöd. Jetzt haben wir ja gar nichts zum Aufbauen, das ist auch scheiße. Oh, jetzt muss er. Muss er ziehen, der Schlitter. Passt schon. Oh. Das ist noch eine Strophe. Oh, jetzt brüllt er. Ja, ist schon die letzte Bahn da denn dann. Zumindest für die Fläche. Und dann fahren wir gleich um zur nächsten Fläche mit Warzenstroh. Und dann geht's nochmal hoch und dann. War so schön im Stroh. Und jetzt glaube ich gleich Z druckst, oft geht immer nie außer. So, fangen wir nochmal wegen Schiene nur zum Auto, nochmal nicht zum Schiff so stehen. Wackle. Immerhin. Hätten wir zwar wenig mehr erhofft, aber wäre gut. Ja, mei. Gibt Schlimmeres. Es war jetzt auch keine große Fläche, muss man auch dazu sagen. Also. Ja, das war die kleinste, oder? Ja. Das war die kleinste. Das ist jetzt dann vom Weizen hier ist das die größte. Wird dann gleich schon wegen mir darum kommen. Jojo, ja, Temperatur ist auch im Normalbereich. Das heißt, Kühlung haben wir ausreichend.
Ihr klappt's aufladen. Jo, passt gut. Na, ist gut. Ah, der erste ist schon weiter draus, seh's mal. Die schaut gut aus. So, was haben wir da so? Blitzegle. Lange dauert es nicht mehr, dann fällt er raus, der erste. Oh, Premiere, du, Premiere. Premiere, der erste Point ist so. Das ist super. Ja, wo noch mal schauen. Ah ja, einen haben wir schon mal. Oh ja, der erste ist rausgefallen. Ich glaube, die 1,8 sind relativ kurz, oder? Jo, die schauen kurz aus, ja. Dann machen wir doch 220 weiterhin. Ja, wir sind sehr klar. Ja, dann bleiben wir lieber doch mal bei die 220er. Ja gut, das sind tausende Unterschiede, das macht es jetzt auch nicht aus. Müssen wir halt die Bohrer ein wenig gesondert. Na, da. Ja, die dann mal. Ganz hinten. Werden zwar eh bloß alle eingestrahlt, aber. Na gut, man muss ja auch dazu sagen. Das ist ja. Standard-Feldbestellung, also das ist nicht von uns bestellt, sondern das ist ja standardmäßig. Und da ist halt natürlich Unkraut drauf gewesen, da war wahrscheinlich der Boden sauber schlecht. Wahrscheinlich kein Kohldamm oder viel sauer oder keine Ahnung was, dünkt und da kommt natürlich dann auch nicht, wenig, auch nicht viel rum bei. Na, schon bei nicht viel gemacht. Naja. Aber man sieht, also die ersten Bäumlein verfärben sich schon langsam orangeler, das heißt, wir kommen schon langsam in Richtung Maisilierer. Jung, das ist gut. Langsam geht's am Mais. Oh, davor wahrscheinlich noch einen Schnitt machen, schätze ich mal. Schießt er vorbei, wenn man dachte. Oh. Schier, schier, du. Ja, anstatt werden wir wieder mal schauen, ob wir den O in Silo A von dann gleich oder
wenn es wieder erlaubt, ob man nochmal heim macht, aber es wird jetzt eher schon kühler und so sonnig, sollte jetzt auch nicht mehr aussuchen, deswegen. Ja, ich glaube, ohne Druck, dann ist das nichts im September. Glaube ich auch nicht. Dann gleich mal kreut. Und in der Fräsnos. Kennt reif. Und das ist schlecht. Aber das ist endlich mal eine Karte, die wo fast bei mir in der Region ist. ND, das habe ich früher das so als Kennzeichencode in echt. Ich glaube, Beziehungsweise das jetzt. ist keine. Ich glaube nicht, das ist regional, das ist echte Kennzeichen sind. Ja gut, du kennst einen Auswahl, hast ja ND und O haben wir nochmal, AIC. Also denk mal, das ist dann schon gewollt. Ja. Weil bei jeder anderen Karte ist ja zu Aufhang, keine Ahnung, irgendwas zur Auswahl. SimCommandStone hat aber nur ND als Kennzeichen. Das ist gut. Die 180er ballen die schon echt wegen falsch dimensioniert aus. Fast HD-Bäume. Große HD-Ballen, ja. Wenn es dann in echt vor die Flagge ist, wieder was anderes, aber im Spiel sind es aber nur. Oder Ja, kurz. ein bisschen zu kurz. Der Breiten passt jetzt eh. Aber im Spiel kommt eh alles viel kleiner rum, als wie es dann in echt ist. Ja. Das stimmt. Wenn wir dann gleich nochmal Pudel machen, wenn ich dann mit den zwei Ballen runterfuhrst und wohnen noch. Ja. Da gibt es aber ein kleines Foto-Shooting. Schon wieder ein Rechter, ei, ei, ei. Junges, Püri. Passt. Große Population an Rechter. So, Foto-Shooting auch abgeschlossen. Da ist weiter geht mit Schafe. Habe ich schon drum probiert, aber dann doch geschafft. Ja, das braucht ein bisschen. Na, das ist beim Fotoshooting immer so. Aber mei. Muss jetzt da vorne nochmal die Bahn mal schnell wegmachen. Halber der Hänger mit Warzenstreus waren. Oh, das ist glaube ich schon der erste 220er-Point, aber das ist lieber, oder? Glaub schon. Ja, der schaut eigentlich ganz gut aus. Schaut so aus. Gut, das heißt, wir machen immer jetzt 220er-Point. Ballengang haben wir noch 97% drin, also. Doof heilt sich gar nichts in der Hinsicht. Mal auf Anhänger alle drei Ballengrenzen durchprobiert. Das ist super.
Ja, da kennt man richtig gut, dass das aber ganz unterschiedlich ist bei der Bildauflösung. Ich habe jetzt mein mittlerer Hauptmonitor, was ich zum Spielen hinnehme, ist von Asus. Und Ja. der rechte ist von Samsung. Da schaust du, weil ein Shader habe ich so angepasst, dass es bei mir für mittler drin einmal frei super ausschaut. Auf dem rechten, auf dem Samsung ist wieder um einiges dunkler als wie bei mir drin. Das ist aber ein wenig nervig. Aber Ja. was will ich schon machen? Ich belang zwei Monitore gehabt, bei zwei Ohrenkraft. Ist Gewöhnungssache, aber ja. So ist halt praktisch, wenn ich mitten den Spiel rechts sehe ich halt dann, was ich auch nehme, und links sehe ich halt dann entweder wie jetzt auf Spotify oder dann halt Discord in dem Fall dann. Ja, es ist vor allem fürs Muttenfei, weißt einfach. Ja, das ist angenehm. Dann habe ich halt in der Der Mitte Ansatz XML entweder, und. genau, links und rechts dann entweder zwei 3D-Dateien oder irgendwo dann noch einen Stream nebenbei laufen. Ja. Das ist schon eine Sache. Aber gut, dann heißt's, wir sind mit den Wurzelflächen soweit jetzt schon mal fertig. Und Dann fährst du mit den beiden Horn noch, oder? lasse ich dir da gleich nochmal schnell raus. Passt. Dann immer so park mal schon da am Rand so und fahren mal mit 145 heimwärts. Da steht man ja da hin. Und nachher werden wir zu einem Ablader. Mal schauen, gleich kriege ich mir eine Pause mit dazu. Und dann geht es im zweiten Teil. Mal schauen, ob wir dann Folge 2.0 machen oder noch mit der Folge mit drin. Sehen wir dann schon. Ja, wenn es jetzt ans Upload auch noch geht, dann haben wir schon wieder eine halbe Stunde oder sowas. Ja. Von dem her passt es dann schon. Genau. Oh, Scheiße. Obi-O. Obi-Kit. Jo, passiert. Ja, mei. Gib Schlimmes, da ich mal sagen, gib Schlimmes. Ja. Die Steuerung, da hätte ich mir im 88er Bewohner wünschen. Sechsgang, oh, schön alles synchronisiert. Oh. Immerhin habe ich jetzt schon 40 in gebaut, das ist auch schon mal ein Fortschritt, und wie das Getriebe überholt und synchronisiert wieder alles richtig. Das Gruppen, gut, die sind halt aber nur nicht, die sind einfach unsynchronisiert, da kann ich schon nichts machen. Jo. Aber zumindest haben wir dann auch die schöne 40er Babbeler da hinten. Du, das ist Das heißt, schwer. wir werden beim Pressen auch wegen Schnür unterwegs sein. Und vielleicht wird das ja dann auch noch ein paar Videos. Ja, sparen wir noch. Ein paar Silly-Videos kommen. Ja, vielleicht werden wir mit einem Mengele unterwegs sein. Mit ein paar noch andere schöne Fahrzeuge, vielleicht auch noch mit dem Track. Und mit einem Fiat. Mit dem Fendt GT von Felix, den kennt ihr eh schon. Und Oh, vielleicht noch der mit einem GT. anderen GT. Das wäre auf jeden Fall was Feines. Einer von mir zu schon haben, da können wir gleich noch hinterher fahren dann. Mit Eicher, oder? Ja. Wegen Schwummer groß. Ja, da geht's schon wieder eine. Oh, wird die Tiere noch offen bei mir? Die fahren wir gleich links drin, da hätte ich gesagt. Ja. Ja, da haben wir hinten im alten Fahrsilo haben wir schon die anderen eingelagert. Und dann passt das gleich. Jetzt mit bloß. Ah, doch, da müssen wir durchkommen. Lieber im Fassel.
Wenn nicht zuparkt ist, sollte man durchkommen. Aber ich habe hängen noch mal alles aufgeräumt, das heißt, wir müssten durchkommen. Ich bin im Bausalon noch, gerade bevor es ein bisschen feiner. Ja, glaube ich, war auch nicht verkehrt. Rum, ja. Ein bisschen der Kirchenhof ist rausgerutscht beim Tor. Und dann, genau, da stehen wir uns gleich so hin. Aber ich glaube, so kannst du gut abladen. Ich bin nur ein Beingabe. Passen. Ja, super, da stehe ich genau davor. Aber da müssen wir drehen, können wir da drehen. Da. Ja, wir haben das ein super Feature da. Genau, wir können einen Turm drehen. Haben wir nicht einmal schon 100, keine Ahnung wie viel 1000 zahlt. Für den Kader. Wenn wir so drei können wir da, dann. Ja. Super Sache, liebe Leute. Genau. Wo möchtest du hin? Da hinten, da stehen ja schon die anderen noch drin. Und unser gutes überdachtes Fahrsilo. Dann mach ich gleich nochmal die Spanngurse noch weg. Einmal. Zack. 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 Ja, die waren so 18 fallen schon auf. Ich stehe hier schon wieder raus aus der Masse. Wie man wahrscheinlich die Aufnahme gesehen hat, der Hänger ist leer. Das heißt, wir werden jetzt aber an der Stelle auch die Folge jetzt mal beenden. Das heißt, das wird ein Zweiteiler, weil wir sind, glaube ich, schon wieder bei einer guten halben Stunde. Wir haben jetzt so kein Timelapse nicht gemacht. War aber, glaube ich, auch mal schön. Wegen Sound, wegen mehr zum Thema Regenwind. Und dann mal schauen, wie wir dann die zweite Folge machen. Ich denke mal, da werden wir ein bisschen Timelapse machen. Oder auch nicht. Kommt dann auf. Auf jeden Fall mit dem schönen Sound und Bilder im Hintergrund bedanke mich fürs Zuschauen und dann werden wir uns schon bald zu einer weiteren Folge da aus der Ellerbach sehen, wenn es ans Haberstrabresen geht und ans Lohnwind 108er und dann die wird auch wieder am Start sein. Darauf könnt ihr euch freuen und bis dahin macht es gut, viel euch. Viel Dank.